Hi, jetzt geht's zum Dampfergeschmelzen. Ich mache jetzt hier für dieses Video einfach ein paar Sequenzen und ich hoffe, dass man nachher mich auch in dem ganzen Nebel dann auch sieht. Also, ich glaube, die Erklärung ergibt sich jetzt einfach aus der Praxis. Ich habe hier meinen wasserfesten Raum, dann habe ich hier mein Licht und Gebläse, dass die ganze Hitze und der Wasserdampf hier rauskommt. Habe ich da, wie gesagt, den Ventilator und dann nochmal ein Fenster. Mit natürlich Fliegengitter, dass da keine Bienchen reinkommen. Natürlich sind sie gerade ein paar am Fliegen. Ich hoffe, dass die nachher noch kurz durch die Tür rausgehen, wenn das Licht aus ist. Und das hier ist der Inhalt von einem Dampfergeschmelzer. Und wie ihr seht, habe ich jetzt für heute die Fangwaben drin, aber auch zum Beispiel die ganzen eingefütterten Zeltdeckel. Das war ja vom Entdeckeln sozusagen das Wachs und das haben die Bienen leer geschleckt und das geht jetzt alles rein. Da ich bei mir der regenerativen Bienenhaltung auch das nur aufsplitte in zwei Bereiche, das heißt, wir haben hier einmal unser Frischwachs, das ist alles, was die Biene selber baut. Ganz egal, ob das jetzt eine dunkle oder eine schneeweiße Wabe ist, kann auch eine Brutwabe sein, es kann aber auch eine leckere Honigwabe sein. Und wenn ich aus diesem Bienenwachs Mittelwände gieße und die dann wieder für mein Home-Hive-System im Honigraum benutze und diese Waben eingeschmolzen werden, ist es Altwachs. Das sind dann die da hier. Und mit Altwachs wird Kerze draus gemacht und fliegt raus vom Betrieb, weil wir wollen es ja nicht nochmal in den Kreislauf bringen für die Bienen. Diese Waben mit Mittelwänden, die sehen dann so aus und die werden bei mir separat geschmolzen, wie gesagt, als Altwachs. Voller wie das darf es nicht werden. Als erstes drehen wir mal hier einen Gashahn auf. Dann machen wir hier das Ding mal an. Also ich bin da tatsächlich der Gasfan und ich weiß auch heutzutage gar nicht mehr, wo so, also früher war es mal so, dass Gas definitiv lukrativer war wie die Heizspirale drin mit dem Starkstrom. Heute ist die Technik so ausgereift, dass man eigentlich plus minus auch selber rauskommt und ich denke, da darf jeder sich selber ja, entscheiden, was das Bessere für ihn ist, jetzt für den Raum und für mich war jetzt einfach der Gashahn hier lukrativer und Gas ist schon mal an, Feuer brennt, jetzt machen wir hier Wasser rein. Da ist schon ein bisschen Wasser drin, deswegen muss ich jetzt aufpassen, dass ich nicht zu viel reinkipp. Letzten Endes kann man hier bei dem Gerät echt nicht viel falsch machen. Das Wasser wird ja jetzt durch die Hitze verdampft, durch den Feuerring, ne, fängt an zu blubbern. Dann kommt der ganze Wasserdampf dann hier rein. Und der Wasserdampf bringt dann das Bienenwachs so zum Schmelzen, dass es eben flüssig wird und hier wieder vorne rauskommt und sich flüssig in diesem Hotbox sammelt. Kommt schon? Ne, habe ich nur eingebildet. Und was übrig bleibt, hier in diesem kann in diesem Dampfverschmelzer unten am Lochblech sammeln sich dann natürlich die ganzen Drecksachen drin. Also keine Ahnung, was halt so noch reingefallen ist, aber größtenteils ist es die Brut und das Zellulose, beziehungsweise die Häutchen, wo die Larven spinnen, die bleiben da auch drin stecken. Ja, und wie gesagt, da sind halt auch mal Holzreste dabei, kann ja auch mal passieren, dass da ein bisschen was vom Smoker drin landet oder aber auch einfach vom Rähmchen kratzen, da geht ja auch schon Holz mit ab. Ist aber nicht schlimm, theoretisch könnt ihr auch Steine reinschmeißen, also das Gerät separiert einfach das Bienenwachs von fast allem anderen. Klar, also verständlich, dass man jetzt hier kein Paraffin oder Stearinwachs oder irgend sowas in der Richtung reinschmeißt, weil dann hat man auf jeden Fall die Kontamination. Aber ansonsten, wie gesagt, kann man da nicht viel falsch machen. So, eine Gießkanne ist drin. Vorher war schon auch noch mal eine drin. Das, was hier an Wasser unten dran ist, das reicht nicht. Da muss man noch ein bisschen nachlegen. Vielleicht reicht das noch hier. Und dann gibt man noch mal ein bisschen, gucken, was da noch rauskommt. Okay. Also durch das Kippen weiß man jetzt auch, dass hier immer noch viel zu wenig Wasser drin ist. Ich mache jetzt hier sozusagen den Stopp und nachher geht es weiter, wenn ich das Gerät wieder aufmache. Ich fülle jetzt hier in der Zwischenzeit nochmal eine Gießkanne rein. Dann kippe ich das Ding nochmal an. Wenn dann so ein bisschen was rauskommt, dann ist das auch wunderbar.
Und hier in diesen Wachs-Hobock, Edelstahl-Hobock, da muss man mindestens einen Zentimeter Wasser reinmachen, dass nachher auch das Bienenwachs schön rauskommt. Wo ich auch mal ein Fan von bin, ich stelle mir gleich den nächsten Eimer hin, falls es nachher schnell geht, weil wichtig ist jetzt, ich brauche so dicke Wachsklötze, wie es halt einfach nur geht. Das heißt, ich gucke, dass eben das Wasser minimal drin ist, nur dieser Zentimeter. Und dann tröpfelt es so lange durch bei mir, bis es wirklich hier ganz plan ist. Und dann ziehe ich das nachher nur noch so durch und dann geht es gleich im zweiten rein. Deswegen wichtig, dass man dann so eine Vorbereitung macht und auch wichtig, dass wir nachher das Gleichgewicht halten und das flüssige Bienenwachs dann darüber stellen. Ich denke, das wird jetzt hier eine Eimerfüllung von dem Frischwachs und dann kommt nochmal in der nächsten Phase diese Mittelwände rein. Das ist dann das Altwachs. Das mache ich immer separat, wie gesagt. Tja, würde ich sagen, dauert jetzt eine Weile und in so circa 20 Minuten sehen wir uns dann zum Take 2, wenn das Gerät schon in der Schmelze ist. Und hier auch noch, ganz wichtig, nicht vergessen, Deckel drauf. Leider ist der Gummiring kaputt, deswegen bringt der Spanner hier auch nichts mehr, aber der Stein tut's auch. Bis gleich. Die Lüftung anstellen und das Licht aus. So, jetzt ist einiges an Zeit vergangen. Ich habe ja auch schon die Biotonne mitgebracht. Ich kann jetzt halt nur hoffen, dass tatsächlich die Kameralinse nicht komplett zugeht beim Öffnen, weil da wirklich viel rauskommt. Und kurz zur weiteren Erklärung, ihr seht ja, das Ding ist immer noch am Tröpfeln. Wir müssen davon ausgehen, dass da einfach innen drin immer noch mehr als genug Bienenwachs ist. Und zwar in der ganzen Schlacke, also in den Larven drin und in den ganzen Beiresten auch noch. Und den Mülleimer habe ich wegen meiner pragmatischen Veranlagung nicht jede Drohnenbrut vermutlich auf dem Acker. Wenn ihr den Trester, so wie er ist, in die Erde bringt, habt ihr zwei Jahre später den besten Boden, schön schwarz. Und ich habe aber einfach in dem Betrieb nicht immer Zeit, das zu verbuddeln. Deswegen habe ich hier noch meine Biotonne stehen und da kommt dann auch der Trester rein. Da macht man halt so halb-halb wegen der Pragmatie. So, jetzt setzen wir das Ding hier ab. Immer ein bisschen gucken, dass das heiße Wasser nicht auf eure Füße kommt oder irgendwie da rein. Sonst habt ihr nämlich das Wasser dann mehr da drin. Und jetzt sieht man halt, also hier ist jetzt wirklich so Bracke überall. Das sieht auch nicht unbedingt appetitlich aus. Trotzdem ist das meiste Bienenwachs hier schon durch. Wenn die Brocken da zu groß sind, muss man die ein bisschen stückeln, damit da der Dampf wieder besser durchkommt. Und dieses Umrühren, das dient einfach tatsächlich noch mal dazu, dass das ganze Wachs rausgedrückt wird und da neue Schichten der Lagen entstehen, dass man dann beim zweiten Mal schmelzen noch mehr rausbekommt. So. Schaut mal, nur durchs Rühren und Umwälzen kommt hier schon mal mehr Bienenwachs raus. Und jetzt haben wir das Ding wieder zu und jetzt dauert es nochmal 10 bis 15 Minuten und dann ist wirklich jedes Bienenwachs durch. Dann kippe ich das nochmal an und dann machen wir die Rähmchen rein, also sozusagen das Wachs für den nächsten Topf, das Altwachs. Da haben wir noch ein bisschen, das kann ich da reinmachen, aber ich nehme euch wieder mit bis in 15 Minuten. Und nun geht es weiter. Ihr seht, jetzt ist hier Ende. Hat es so circa genau die 15 Minuten gedauert. Das nächste, was wir jetzt machen, wir kippen den Dampfverschmelzer an und machen den Stein hier drunter. Und das war jetzt der ganze Rest von unserem guten ersten Schmelzvorgang. Der Rest erholt sich jetzt noch zusätzlich durch etwas Drücken
und pressen hier raus am Bienenwachs. Und übrig bleibt nur noch der Trester. Und wie ich es vorhin gemeint habe, geht der Trester ab in die Biotonne. Thema Drohnenbrut schmelzen oder auch die Brutentnahme und dann da die Brut schmelzen. Da gibt es ja immer wieder mal das Argument, man würde Tiere quälen. Das ist jetzt nur meine Meinung, ist nicht so, weil im Vergleich töte ich durch diese Variante viel mehr Varroa-Vermilben. Und dann steht das nicht mehr im Verhältnis. Das heißt, ja, ich weiß, ich würde mir auch wünschen, dass hier meine Bienen alle ihre Drohnen behalten und auch alle irgendwie schlüpfen und so das machen, was die Natur halt nun mal macht. Auf der anderen Seite haben wir eben noch keine varroa-resistenten Bienen in der breiten Masse. Und deswegen müssen wir halt irgendwas machen, um den Varroa-Druck rauszuholen. Und wenn man mal in das Thema Tierquälerei und eben Vergleich reingeht, ja, hier habe ich jetzt halt größtenteils, ich würde mal sagen, das, was ich so mache, ist so knapp 90% nur Brut. Eigentlich kann man sogar sagen 95% Brut, die eben nicht schlüpft. Ja, hin und wieder, es ist halt so bei einem Bienenstock, da landet auch mal dann eine schlupfreife Brut drin, wird dann aber auch sofort geschmolzen. Also ich komme nach Hause und abends wird das dann auf jeden Fall angemacht in der Saison und dann läuft es durch. Also da schlüpfen jetzt keine Bienen im Eimer oder so. Und irgendwas muss man, wie gesagt, gegen die Milben machen. Jetzt kann ich halt hier die Drohnenbrut rausnehmen und meine Spätjahresbrutentnahme machen mit den Fangwaben. Und dann habe ich halt mal ein paar Bienchen auch auf dem Gewissen. Aber im Vergleich dazu habe ich jetzt milbenfreie Bienenvölker. Nicht ganz milbenfrei, aber wirklich schon sehr, sehr, sehr weitgehend entmilbt. Und dadurch brauche ich jetzt meine Bienen auch nicht weiter quälen mit weiteren Behandlungen. Und während dann so die anderen oder manch einer halt mal die Ameisensäure dann dauerhaft einsetzt oder auch andere Mittelchen, das macht halt auch die Bienenmasse und das ganze Bienenvolk verrückt und zerstört das Milieu. Und da ist halt eben dieses Mechanische einfach für die Bienen in ihrer Biologie angenehmer. Deswegen mache ich das hier auch ohne moralischen Skrupel, weil wie gesagt, im Vergleich habe ich dafür mega, mega gesunde Bienenvölker. Und ja, ist okay, wenn mich dafür Leute kritisieren. Aber ich stehe dazu, ich weiß, dass es so funktioniert, ohne Chemie die Völker zu behandeln und vor allen Dingen mit einer minimalen Einsatzleistung von organischen Säuren. Und jetzt kann man sich natürlich überlegen, was dann besser ist. Ich finde die Bienenwachsgewinnung hier noch so als Nebenprodukt einfach zusätzlich nochmal richtig cool. Macht auch Freude, da das schöne Bienenwachs dann auf den Handel zu bringen. Das war jetzt einfach, war nämlich gar nicht so gefüllt. Das hier war mein Frischwachs. Das hier war mein, oder kommt jetzt mein Altwachs rein. Hier drin ist es wieder ganz schön warm. Was haben wir denn? Wir haben hier 70% Luftfeuchtigkeit und 40 Grad Celsius. Das ist doch mal eine Privatsauna. Wenn die Rähmchen zerschmolzen sind, auch da mache ich jetzt kein Video mehr. Das machen wir jetzt an der Stelle fertig. Wenn die Rähmchen geschmolzen sind, Handschuhe an, die Rähmchen nehmen, kurz klackern, dass sozusagen das ganze Restschmoddern runterfällt. Dann kommt wieder das Auskratzen in die Biotonne rein. Und danach wird das Gerät ausgestellt und ist dann für den nächsten Einsatz schon wieder bereit. Bis zum nächsten Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und macht's gut. Ciao.